Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Rizzo kocht und heute wieder mit der ungarischen Küche. Freunde, und zwar, ich habe schon das ein oder andere Pörkölt schon mal gekocht, aber heute gibt es ein ganz besonderes, und zwar ein Pörkölt vom Mangalitzer Schwein, vom ungarischen Wollschwein, direkt aus Ungarn. Andras, die Grüße gehen raus, hab lieben Dank dafür. Ich habe hier einen sensationellen Schweinenacken von dir bekommen. Das Mangalitzer Schwein in Ungarn ernährt sich von, stellt euch vor, trockene, heiße Luft und reife Aprikosen fallen von den Bäumen. Und das ist die Nahrung der Mangalitzer Schweine. Nicht zum überwiegenden Teil, aber natürlich in der Saison der Aprikosen ist es eine beliebte Speise der Mangalitzer Schweine. Genau, und zwar ein ungarisches Pörkölt wird es werden. Und Pörkölt ist der ungarische Gulasch, den ihr ja mittlerweile schon kennt. Essentiell dabei wieder Fett, Paprikapulver und Zwiebel. Das ist der Ansatz für unser Pörkölt. Natürlich kommen noch Spitzpaprika dazu und Tomate, ganz klar. Und hier in dem Fall unser Mangalitzer Schwein. Die Ungarn verwenden ungefähr Paprikapulver schon zwischen 300 und 500 Jahre und haben es im Prinzip zur Haltbarmachung des Fleisches am Anfang verwendet. Sie haben im Endeffekt das Paprikapulver genommen, um ihr Fleisch einzureiben, und durch dieses leicht Anbrennen, das bedeutet auch wirklich übersetzt Pörköl, ist im Prinzip das Pörkölt entstanden. Und durch natürlich diesen harmonischen ungarischen Paprikageschmack. Also, Leute, lasst uns anfangen und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bis gleich. So Leute, auf geht's. Und zwar unser ungarisches Pörkölt im Ansatz. Als erstes braucht ihr in einem Topf erstmal wieder eine Fettigkeit. In dem Fall hier natürlich wieder das altbewährte und essentielle Mangalitzer Fett. So. Rein damit. Als nächstes, das könnt ihr ja schon im Prinzip mal anmachen hier und erhitzen. So, und als erstes wird hier natürlich erstmal die Zwiebel vorbereitet. Und dazu schälen wir uns die Zwiebel. Hier zwei schöne große Gemüsezwiebeln. So, einmal geschält. Dann habe ich hier Spitzpaprika. Dieser Duft, mega, 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 mega. Also Spitzpaprika auf jeden Fall. Und dann habe ich natürlich noch Tomaten dabei. In dem Fall hier Strauchtomaten. Die könnt ihr euch mal so hier aufs Brettl vorbereiten, weil das sind die Sachen, die wir für den Ansatz definitiv erstmal benötigen. Also hier Kerngehäuse raus bei den Paprikaschoten. So, bei den Tomaten könnt ihr auch gleich jeden Strunk rausschneiden. Okay, ein bisschen frischen Knoblauch habe ich auch noch hier, den werden wir natürlich auch noch mit verwenden. Das heißt, also das Mangalitzer Fett soll schön auslaufen, das heißt schön auf Temperatur kommen, dass wir unsere Zwiebeln als erstes darin anschwitzen können. Schnappt euch ein Messer.
kann auch ruhig ein bisschen grob sein, weil die Zwiebel sorgt dafür, dass wir eine richtig schöne, sämige Soße in dem Fall bekommen. Deswegen halt auch allerhand Zwiebel nutzen. Das seht ihr ja dann im Rezept. Bei den Ungarn ist es tatsächlich so, Fleischanteil und Zwiebel im Verhältnis 1:1. So, den Knoblauch auch gleich noch mit dazu schneiden hier. So, als nächstes kommt dann hier unsere Spitzpaprika dazu, die schneidet ihr ebenfalls in Würfel. So, jetzt brauchen wir natürlich hier noch was zum Rühren. So richtig schön anschwitzen. Es kann doch leicht, dadurch, dass die Zwiebel auch einen gewissen Zuckeranteil hat, so leicht karamellisieren. Ne? Aber nur leicht. In der Zwischenzeit schneidet ihr euch die Tomaten. Ebenfalls hier in Würfel. Grobe Würfel. So, wenn die Zwiebel schön glasig angeschwitzt ist, kommt hier schon unser Paprika dazu. Ebenfalls hier schön mit anschwitzen, dass wir die volle Aromatik aus der Paprika hier rausziehen. Okay, wenn ihr das habt, jetzt die Tomaten dazu. Hier ebenfalls schön anschwitzen die Garnelen. Und das ist schon der Unterschied zum deutschen Gulasch. Der deutsche Gulasch ist ein richtiges deftiges Schmorgericht, wobei das Fleisch als erstes angebraten wird, um dort richtig Röstaromen und Farbe zu schaffen. Und bei den Ungarn, im ungarischen Pörkel, dem ungarischen Gulasch, ist es eher andersrum. Wir beginnen erst mit den Zwiebeln anschwitzen. Und dann kommt erst das Fleisch hinzu. So, währenddessen hier unser Pürkelt-Ansatz so vor sich hinschnorchelt, widmen wir uns dem Mangalitzer-Schwein. Schaut euch mal diesen wunderbaren Fettanteil an. Hier, traumhaft. Und wie gesagt, das Mangalitzerfett ist ebenwertig wie einem guten Olivenöl zu sehen. Also wirklich tatsächlich auch gesund. So Freunde, und das schneiden wir uns jetzt hier mal in feine Würfel. Das ist feine Würfel. Erstmal hier in Scheiben. Seht ihr wunderbar die Farbe von dem Fleisch und diese wunderbare Marmorierung.
Schaut es euch mal an. Ein Traum. Ja? So, jetzt müssen wir auch das Rühren nicht vergessen. Geben wir die Temperatur ein Stück runter. Und jetzt könnt ihr schon mal mit dem Salz ans Werk gehen. Also hier ordentlich Bergkernsalz ran. Denkt dran, alles was ihr jetzt nicht zugebt an Gewürzen, wird dann halt im An- oder im Nachgang schwieriger, um dort richtig Power in unser Gericht reinzubekommen. Also keine Angst drum Salz, ihr Lieben. Ein bisschen Pfeffermischung gebe ich mit zu. Dann gemahlenen Kümmel. Da bin ich eher ein bisschen sparsamer. So, und jetzt seht ihr hier wunderbar, wie die Paprika, wie die Tomate schon so ein bisschen zusammengefallen ist und sich ein leichter Saft entwickelt hat. Das lassen wir jetzt mal ganz kurz ziehen. Derzeit schneiden wir unser Mangalitza-Fleisch in Würfel. So, und je größer ihr natürlich die Würfel schneidet, umso länger braucht natürlich auch unser Pürkelt. Ich habe jetzt hier einfach mal so 2 cm mal 2 cm gewählt. Jetzt kommt hier natürlich noch unser Paprikapulver ins Spiel, und zwar hier ein Paprikapulver edelsüß, Paprika in Glut, findet auch bei mir übrigens im Shop. Richtig originales Paprikapulver aus der ungarischen Tiefebene. So, dann geben wir hier mal 5 Löffel dazu, und ich möchte jetzt noch einen kleinen rauchigen Geschmack mit reinbekommen. Deshalb kommt jetzt hier noch etwas geräucherte Paprika dazu. So, jetzt wieder schön den Paprika hier in unserem Ansatz paprizieren, nennt man das. Da wieder Vorsicht, dass der Paprika nicht am Boden anhängt und irgendwie anbrennt. Dann solltet ihr auf jeden Fall etwas Flüssigkeit zugeben. Wir bekommen das jetzt schon eine sensationelle, wunderbare Farbe. Und jetzt kommt hier unser Mangalitza-Fleisch dazu. Hier das Ganze wieder schön verrührt. So, und jetzt heißt es, hier noch etwas Wasser hinzugeben, nicht viel, weil unser Fleisch am Endeffekt auch noch Flüssigkeit abgibt. Lieber schön zwischendurch mal reinschauen und nach mit Flüssigkeit aufgießen. Und natürlich zwischendurch dann auch mal probieren. So, Freunde, das ist erstmal der Pürkelt-Ansatz. Und das lassen wir jetzt ganz einfach tatsächlich köcheln. Rechnet mit ungefähr Stunde, anderthalb Stunden. Okay? Also dranbleiben. Und derzeit kümmern wir uns um eine Beilage. So, meine Lieben, Zeit zum Anrichten. Also,
hier erstmal einen warmen Teller, ganz klar. So, und dann habe ich euch ja hier ein paar Strapatschkas gemacht. Ihr könnt natürlich auch gerne Kartoffeln zu eurem Pürkel essen, wie ihr das möchtet. Das Strapatschka seht ihr in einem anderen Video von mir. So. Natürlich ist klassisch der Ungar auch nur Brot zu einem Pürkel, wenn er es möchte. Oder macht einen Pinzepürkel draus, das heißt gleich die Kartoffeln mit drin gekocht. Oder er isst Nockern oder Galuschkas dazu. Und die seht ihr natürlich auch in anderen Videos von mir. Wenn ihr da Interesse habt, schaut mal rein. So, jetzt nehmen wir uns hier so eine schöne Kelle. So ein Pürkel dazu hier. Okay. Jetzt machen wir noch ein bisschen was Grünes dazu. Das heißt ein bisschen Thymian in dem Fall. So, jetzt eine kleine Deko. Und noch ein Petersilienblatt, also kein Shishi. Und fertig ist unser Pürkelgericht. Und zwar hier ein schönes Mangalitzer Pürkelt mit in dem Fall Strapatschka. Ihr könnt Galuschka dazu machen, ihr könnt Nockern dazu machen, ihr könnt Kartoffeln dazu machen, wenn ihr möchtet. Oder esst einfach nur ein frisches Weißbrot dazu. Ihr Lieben, wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen möchtet, dann schaut euch gern die anderen ungarischen Videos an oder auch andere mediterrane Videos, wenn ihr Bock drauf habt. Und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr bis hierher geschaut habt. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also, euer Rizzo ist raus. Joetwajot, ich lasse mir es jetzt schmecken. Also, macht's gut. Ciao. Der Rizzo ist weg. Und jetzt kommt der Thomas. Schau, der hat nämlich auch schon Hunger.